Ich habe heute die riesige Freude, den Herzensmenschen Ines Koban zu interviewen. Und ich freue mich so riesig, Ines, dass es heute zustande gekommen ist. Gabriela, ich freue mich auch und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ja. Ines, du bist Expertin für den Mut des Lebens. Und du bist Expertin für Online-Kongresse. Und ich bin tief berührt, weil du Tausende von Menschen mit deinen Tools und deinem Sein erreichst. Und deine Webseite heißt Aufwachmagie. Ja. Und dein Online-Kongress heißt Aufwachkongress. Und ich möchte natürlich jetzt wissen, was es mit diesem Aufwachen so an sich hat. Und ich bitte dich, erzähl uns die Geschichte, wie es zu diesem Namen Aufwachen kam. Ich bin total gespannt. Ja. Oh, Gabriela, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte und da muss ich ganz weit ausholen. Ich glaube gar nicht, dass das so relevant ist, aber vielleicht erzähle ich es trotzdem. Ja, also die Geschichte, wo es eigentlich gestartet ist mit dem Aufwachen, das liegt mehr als 20 Jahre zurück. Und damals war ich auch in einem ziemlichen Tiefpunkt und hatte noch in meinem Portemonnaie genau 20 Euro und eigentlich wollte ich mir eine Kleinigkeit zu essen kaufen. Aber ich bin an einem Buchladen vorbeigekommen, einem Esoterikladen in Dresden am Blauen Wunder. Und da lag in dem Schaufenster das Buch Aufwachen, dein Leben wartet von Lynn Grabron. Und ich bin weitergegangen, überlegt, zurückgegangen, das Buch hat mich einfach nicht losgelassen. Ich weiß nicht, wie lange ich vor dem Schaufenster gestanden habe. Dann bin ich reingegangen, habe meine letzten 20 D-Mark genommen und habe mir das Buch gekauft. Und hast du auf das Essen verzichtet? Ich habe auf das Essen verzichtet, weil ja, das brauchte die geistige Nahrung. Ich glaube, das war in dem Moment viel, viel wichtiger. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mich hingesetzt und habe die ganze Nacht gelesen. Ich habe das Buch aufgesaugt wie ein Schwamm. Ja. Und die Entscheidung war total richtig, weil es hat in meinem Leben total viel zum Positiven damals schon verändert. Und ja, am nächsten Tag kam dann auch ein guter Freund und den habe ich so von dem Buch vorgeschwärmt, dass er einmal 20 D-Mark hingelegt hat und ich ihm das Buch gegeben habe. Und somit konnte ich mir erstmal wieder was zu essen holen. Das klingt jetzt krass, es war wirklich so. Aber ich war damals nur für mich allein verantwortlich und da war das überhaupt für mich jetzt nicht so schlimm und nicht so herausfordernd, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Ich war glücklich, dass ich das Buch gelesen habe. Ich war glücklich, dass ich neue Ansätze gefunden habe für mich. Und ja, habe mir dann was zu essen geholt. Und das war so die Geschichte, wo das Buch mir über den Weg gelaufen ist und wo sich wirklich vieles in meinem Leben dann zum Guten verändert hat. Ich habe mich dann auch wieder mit Macht aus dem Loch herausgeholt, aus dem finanziellen Loch, wo ich war, und auch aus dem ja, persönlichen Loch. Und es ging so Stufe für Stufe wieder hoch. Und ja, die Krönung von dem Ganzen war dann, dass ich ja ungefähr, naja, so sagen wir mal anderthalb Jahre später, meinen zukünftigen Mann dann kennengelernt habe, auch auf eine ganz dubiose und schöne Weise, was eigentlich auch überhaupt nie geplant war, weil ich wollte eigentlich keinen Mann mehr in meinem Leben lassen. Ja, und dann ging eigentlich eine sehr, sehr schöne Reise los von 15 Jahren. Und ja, danach ist leider mein Mann verstorben an einer unerkannten Krankheit. Erzähl uns, Ines, bitte, weil es ist sehr tief berührend. Und wenn jemand vom Leben sprechen kann, dann bist du es. Und erzähle uns und den Menschen, wie hast du es nach dem Tod von deinem Mann geschafft, wieder aufzustehen? Also wie hast du das gemacht? Ja. Ich habe mich dann
mit Kongressen über Wasser gehalten, von BSI Online vor allen Dingen. Musste ja auch immer stark sein für meinen Sohn. Und ja, bin immer schon, also ich bin seit 1996 selbstständig. Könnte einfach jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt mal ein paar Wochen oder ein paar Monate krank und erhole mich erstmal. Oder also ich habe einfach dieses, auch diese Angst gehabt, es finanziell nicht zu schaffen. Und habe dann irgendwie meinen Job am Leben erhalten und auch alles, was nötig war. Habe dann mich wirklich vor allen Dingen nachts auch mit mich aufgebaut mit den Online-Kongressen. Schlafen konnte ich fast gar nicht mehr. Und habe sehr viel von BSI Online lernen dürfen. Und es kam der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass viele Menschen in einer Schwere drin sind, in einer absoluten Schwere, und die oftmals gar keinen Grund hatten. Wenn man so, also zumindest hatten sie keinen Schicksalsschlag. Ja? Und wenn man so oberflächlich hingeguckt hat, dann hat man gesehen, Familie gut, Job gut, schönes Haus, tolles Auto, ja, alles, was man oberflächlich gesehen hat. Doch wenn man weiter reingeschaut hat, hat man gespürt, die Menschen sind unglücklich, ausgebrannt. So wie ich auch, doch ich habe immer gedacht, ich habe einen Grund dazu. Ja? Aber heute weiß ich auch, dass man Trauer ja so oder so angehen kann. Aber dafür gibt es kein Rezept. Du hast etwas Mutiges gewagt. Ja, und jeder trauert anders. Und deswegen habe ich dann, deswegen ist es dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte einen eigenen Kongress ins Leben rufen. Ja. Das war so eigentlich für einen Moment eine Schnapsidee, hat sich aber dann immer weiter auskristallisiert, dass es wahrscheinlich ein Weg ist, wo ich mich selbst auch aus meinem Loch rausholen kann und viele Menschen da mitziehen kann. Und das war so der Beweggrund, warum ich dann angefangen habe, mir Gedanken zu machen über einen Kongress. Es hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet und hat mich wirklich täglich an meine Grenzen und über meine Grenzen gebracht. Ja. Denn bis zu dem Zeitpunkt war ich noch völlig unsichtbar. Es gab kaum Fotos von mir. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der so gern nach außen geht. Doch ich habe gespürt, dass es für mich und auch für die Menschen wichtig ist. Genau. Und ich habe eine Frage jetzt. Du erreichst ja Tausende von Menschen ja mit deinem Online-Kongress, deinem Aufwach-Kongress. Und was möchtest du, Ines, in den nächsten 5 Jahren für die Menschen erreichen? Wo möchtest du sie berühren? Was gibt dir den Mut, dich zu zeigen? Erzähl mal bitte. Also ich möchte die Menschen wirklich tief, tief, tief im Herzen berühren, weil ich glaube, dass diese Herzenergie sehr, sehr vielen Menschen fehlt. Es geht immer nur noch höher, größer, weiter. Und das ist, das ist, was uns kaputt macht, was uns an den Rand bringt, was uns ausbrennt. Wir müssen einfach mehr wieder zu uns selbst finden, einfach zu unserer Mitte finden und einfach liebevoller mit uns selbst und auch mit unserem Umfeld umgehen. Das ist so mein Ziel und wo ich denke, dass viele Menschen einfach unbewusst im Hamsterrad rennen und auch im Privaten im Hamsterrad rennen, weil dann müssen die Kinder dorthin gefahren werden und dann muss der Kurs sein und jenes sein, nicht nur die Arbeit betreffen, sondern einfach auch direkt im Leben selber. Also was alles sein muss, was man sich einbildet, was alles sein muss. Und wenn man selbst kommt man dann oft zu kurz als Person, weil man alles irgendwie am Leben erhält. Gerade wir Frauen sind ja dafür spezialisiert. Haushalt muss stimmen, Kinder müssen stimmen, die Stifte müssen gespitzt sein in der Schule und. Ja, es sind solche Sachen, wo wir selbst uns versklaven, habe ich das Gefühl, und einfach nicht mehr ans Herz gehen, sondern nur noch im Tun sind und dann völlig ausgebrannt von dem Tag ins Bett fallen und keinen erholsamen Schlaf haben können und den nächsten Tag geht das Ganze so weiter und dann kommt irgendwann der Urlaub und der muss auch durchgeplant und vorbereitet sein und das sind so viele Sachen, die dann eine Rolle spielen, wo man spürt, man ist nicht im Herzen, weil der Fluss fehlt und ich möchte einfach die Menschen berühren und ihnen sagen, kommt wieder im Fluss. Du bist ja auch eine Expertin, das habe ich selten so gesehen. Du hast eine riesige Gabe, Menschen miteinander zu verbinden. Ja. Wie machst du das, dass du die Menschen verbindest? Wie,
strukturierst du deinen Tag und wie verbindest du die Menschen? Weil da staune ich immer wieder. Du bringst die Herzen zusammen von Menschen. Also ich habe immer so dieses Bedürfnis, Brücken zu bauen. Also ich sag mal, wenn jemand mir was sagt, was ihm fehlt oder wo er ein Problem hat, dann habe ich oftmals, sehe ich schon eine Lösung, bevor er es überhaupt richtig ausgesprochen hat. Oder das war gerade jetzt die Tage, habe ich ein Buch in die Hand genommen und da ist mir eine Familie eingefallen, mit der hatte ich schon lange keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht das, was denen helfen könnte. Ja? Und habe sie angeschrieben. Also das sind solche Impulse, die ständig kommen und dann mein Tag ist schon sehr, sehr strukturiert, aber irgendwie finde ich immer noch die Zeit, wirklich das Herzensanliegen rüberzubringen, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt jemandem was ganz Besonderes geben. Ich habe auch sehr, sehr viel Austausch mit der Aufwach-Community, mit einzelnen Personen, die oftmals ja, an so einem Rand stehen und ihre Entscheidung, die wissen die eigentlich, also das ist dann nicht meine Entscheidung, aber das ist nur so ein Schubser in die richtige Richtung irgendwie. Und wenn mich jemand anspricht und sagt, ich habe dieses oder jenes, dann fällt mir auch zum Beispiel jetzt schnell ein Referent ein, wo ich denke, genau der hat das Thema angesprochen. Genau dort müsste man jetzt wahrscheinlich ansetzen. Und wo schöpfst du diese Kraft her, neben Haus und deinem Sohn, einfach diesen Power zu finden, das immer wieder umzusetzen? Wo ist diese Schöpferkraft bei dir? Ja, ich denke, dass ich mich wirklich, also aktiv verbinde ich mich jeden Tag mehrfach mit dem Herzen, also jedenfalls direkt vorm Aufstehen und beim Zurückgehen, aber auch tagsüber oft, wo ich merke, auch manchmal, ich falle aus dem ganzen System auch wieder raus und dann verbinde ich mich wirklich mit der Mutter Erde, Vater Himmel, sage ich immer, so dass ich wieder im Fluss bin und ich fühle mich dann auch immer geführt und gestärkt. Also das klingt jetzt vielleicht abartig oder blöd, weil ich bin eigentlich wirklich ein sehr bodenständiger Mensch, aber ich, gerade rückblickend auf das letzte halbe Jahr, auf das letzte Jahr, habe ich immer wieder das Gefühl, ich bin geführt. Und irgendwie finde ich immer die Zeit, ich finde auch die Zeit mit meinem Sohn eigentlich täglich zu spielen. Und ja, vielleicht ist auch ein Faktor, bei uns läuft nie ein Fernseher. Wir hören uns auch keine Nachrichten an. Und damit haben wir auch keine Zeit, die Energie in die falsche Richtung zu verschwenden. Ja. Vielleicht ist es das. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ja, du bist für mich, seit ich dich kenne, ein Zeitmanagement-Genie. Und ich frage mich immer wieder, wie du das alles unter einem Hut bringst. Mhm. Du sagst, das ist, du bist angebunden und du bist geführt. Ja, also anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil im Nachhinein frage ich mich auch oft, wie ich es geschafft habe. Ja. Ja. Du hast ja auch eine Facebook-Gruppe. Ja. Wie heißt die Gruppe? Leben in Leichtigkeit. Ja. Und die Leichtigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir auch manchmal noch in meinem Leben. Und da bin ich auch auf der Suche, noch mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen, noch mehr Freude. Und mir macht das unglaublich viel Freude, wenn ich sehe, dass jemand auf den Weg kommt, dass jemand seine Ziele erreicht und mir so eine Rückmeldung gibt, dass dieses oder jenes besser geworden ist, wo man diese Verbundenheit im Herzen fühlt. Ja, also und mir ist es auch ganz wichtig, diese Ehrlichkeit und dass man nie irgendwo drumherum spricht, sondern einfach sagt, so ist es. Also ich finde es am allerschlimmsten, wenn jemand so falsch spielt. Das ist das, was ich gar nicht vertragen kann. Und ich kann auch nie vertragen, wenn man jemandem ein Angebot macht und er sich selbst nicht verändert. Also das heißt jetzt nicht, dass es ein kostenpflichtiges Angebot sein soll, sondern wenn man sagt, schau dort oder dahin oder nimm einfach, wie soll ich das jetzt sagen, kontrolliere mal deine Gedanken besser. Ja, man kann, es ist für mich ein Unterschied, ob man mit jemandem Mitleid oder Mitgefühl hat. Ja, ja? Und ja, dieses das Mitfühlen, ja, das kann man, aber ich kann nicht die Schritte für jemand anderes gehen, das muss jeder selber. Ja, und ich würde auch manchmal gern meinen Sohn verändern oder helfen oder einfach, ja, und jetzt geh, aber ich kann es nicht. Ich kann ihm das vorleben und kann ihn auch immer wieder sanft
in eine Richtung schubsen, wo ich denke, das ist richtig, aber letztendlich gehen muss er den Weg selber. Ja, und du lebst es wirklich also vor, weil du lebst es vor aus meiner Sicht und du gehst diesen Weg ganz mutig. Und ich habe eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Wie schaffst du es, immer wieder diese Kraft zu mobilisieren, trotz dem Schicksalsschlag? Also diese Kraft, du sagst, aus dem Feld. Aber was ist es, wenn du am Morgen aufstehst? Was machst du in es, damit du dich in den Tag startest? Also ich starte schon sehr, sehr früh in den Tag. Viel früher wie die meisten, denke ich mal. Also meistens schon um 4 Uhr, aber nicht, dass ich dann aus dem Bett springe, sondern einfach, also ich habe auch keinen Wecker. Der Wecker steht zwar auf dem Nachttisch, ist aber nie gestellt, weil ich werde automatisch wach. Also wenn ich auch mal früh um 5 wach werde, dann ist es halt so. Dann wird das Morgenritual verkürzt. In der Regel bin ich um 4 Uhr wach. Und fange dann an mit einer Übung, wo ich mich wirklich bewusst verbinde, mit der Herzenergie verbinde. Und mache auch sehr viel die Dankbarkeitsübung, wo ich sage, ich bin dankbar für. Und da gibt es Unmengen, für das man dankbar sein kann. Und oftmals falle ich dann so tief in die Herzenergie rein, dass es mir dann schwerfällt, wieder rauszugehen. Also rauszugehen ist jetzt blöd, aber dann wirklich ins Tun zu kommen. Ja? Ja. Also weil diese Herzverbundenheit ist dann so stark und man fühlt sich dann so umhüllt. Und ich mache auch sehr viele Meditationen dann am Morgen und stehe dann so meist gegen 6 Uhr auf. Und wenn ich es tagsüber schaffe, mache ich auch kurze Meditationen zwischen 7 und 10 Minuten. Da gibt es viele tolle Sachen, wo man sich, oder manchmal ist auch bloß, dass man sich irgendwo bewusst verbindet. Ja, einfach wieder bewusst wird, dankbar ist für den Tag, wie er bis jetzt gelaufen ist. Und ich denke, das trägt mich einfach durch den Tag. Und so, also ich mache dann nach dem richtigen Aufstehen, besuche ich dann auch mein Trampolin und habe dann noch andere Trainingsgeräte, wo ich dann früh für mich eine halbe bis eine Stunde habe, wo ich dann mich körperlich, sage ich mal, auspowern kann ein wenig, dass das dann auch wieder besser läuft, das Ganze. Ja, so sieht erstmal mein Start aus und es, wie gesagt, tagsüber, wenn ich es irgendwie schaffe, auch nochmal kurz meditieren, weil oftmals bin ich dann so aufgeladen wieder, dass es dann wieder viel schneller und viel leichter geht. Ja. Ja. Und eigentlich, ich beende den Abend oder den Tag genauso, wie ich gestartet bin, wieder mit einer tiefen Herzverbindung, mit einer Meditation und mit Dankbarkeit. Ja, ja. Das fühle ich. Und ich habe, wie wir sagen, in der Schweiz Hühnerhaut, ihr sagt Gänsehaut. Also ich fand das so lustig, wo du das erste Mal Hühnerhaut gesagt hast. Ich habe gedacht, du hast dich versprochen. Ja. Das habe ich überhaupt nie gehört gehabt. Ja. Ines, du hast vorher angesprochen, du möchtest, dass die Menschen wirklich Verantwortung für ihr Aufwachen tragen. Ja. Sag mal, was wünschst du dir, dass die Menschen beginnen zu machen? Also wo möchtest du sie begleiten? Was ist für dich wichtig? Oh, es ist nicht wichtig, was für mich wichtig ist, denke ich. Also ich sag mal, ich glaube, es trägt jeder schon alles in sich. Mhm. Es ist aber wichtig, dass man sich dessen irgendwie bewusst wird, dass man diese Herzverbindung wirklich zulässt, ja. Oftmals hat man Angst davor, vor seiner eigenen Courage, dass vielleicht auch Angst davor, andere zu verletzen. Doch solange wie es mir persönlich nicht gut geht, ja, solange, dann kann ich das auch nicht weitergeben. Ich kann es einfach an meine Familie nicht weitergeben. Ich bin, ich sage das mal böse, ein Hampelmann für alle. Ich funktioniere einfach nur. Ja? Und wenn ich in der Liebe bin, dann kann ich das einfach viel mehr leben, was ich wirklich will. Und dann fügt sich alles viel mehr. Und dann geht alles leichter. Ja, ich bin überzeugt, dass die Menschen dich mögen, Ines, weil du so wahrhaft bist und so ehrlich und aufrichtig. Und das ist das, warum du ein Magnet für die Menschen bist. Und gibt es noch so einen Schlusssatz, wo du den Menschen und der Welt gerade in dieser bewegten Zeit mitgeben möchtest? Was ist es?
Also ein Schlusssatz. Ja, also ich denke, das ist so, die Zeit ist gerade herausfordernd. Aber ja, wir haben alle alles in uns. Und wir müssen selber an uns glauben und wirklich auch zulassen mal, auch wenn es ein gestandener Geschäftsmann ist, wo nach außen hin alles in Ordnung ist. Oftmals sind es gerade die Menschen, die total ausgebrannt sind. Und man sollte einfach zu seinen Gefühlen stehen, auch die Männer. Und es einfach zulassen, weil dann geht vieles leichter und man kommt sich in der Familie vielleicht auch wieder näher. Und nee, vielleicht, man kommt sich in der Familie näher, wenn man wirklich mal zulässt und auch Gefühle einfach zulässt und nee, man denkt, man darf es nicht, man muss es nicht. Nee, es geschickt sich vielleicht gerade für einen Mann in vielen Sachen nee, aber auch für Frauen. Also wir müssen nie immer stark sein. Ja, wir dürfen auch uns mal fallen lassen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns wirklich mal fallen lassen, dass wir zu uns finden, dass wir uns auch für uns mal Zeit nehmen, uns aus dem Geschehen rausnehmen und ja, vielleicht einmal die Woche für uns ganz alleine zum Beispiel einen Waldspaziergang machen, wo man sich erden kann. Und man sollte sich auch nicht so blöd vorkommen, wenn man sich zum bestimmten Baum zum Beispiel hingezogen fühlt, sich dort anzulehnen oder vielleicht sogar zu umarmen, weil die Pflanzen können uns so unglaublich viel Kraft geben und ja, das, man spürt einfach diesen Strom dann viel besser, diesen Lebensstrom. Einfach mal probieren. Man kann das ja machen, wenn man für sich alleine ist, ja, und wirklich mal hineinspüren, die Augen schließen und spüren und zu sich selber wieder finden. Ja, du hast recht, das ist wahrscheinlich dein Rezept, diese Gefühle zulassen und zu denen zu stehen. Ja, und auch mal, wenn Gefühle wie Wut, die habe ich in letzter Zeit sehr oft gehabt, und Trauer hochkommen, die einfach auch zuzulassen und anzugucken und zu sagen, ja, okay, danke, dass du da warst, doch jetzt darfst du gehen. Und dann wird es ums Herz auch wieder leichter. Also zumindest habe ich das immer so empfunden. Ja. Ja. Denn man muss sich nicht immer verstellen, und das ist auch gut. Ich kann mich erinnern, wir haben als Kind in der Scheune im Boxsack hängen gehabt. Ja, und das ist gut. Und ich denke, dass das nicht nur Teenager brauchen, sondern alle eigentlich, dass man sich wirklich mal abreagiert. Und wenn es in der Boxsack ist, dann ist es vielleicht das Kopfkissen, dass man einfach mal ablassen kann, dass es nie an die Verkehrten kommt. Weil oftmals trifft es genau die Verkehrten. Man kommt gestresst nach Hause, dann kommt die Frau entgegen und will noch irgendwas oder das Kind und dann wuff, und schon ist es passiert, was man eigentlich gar nicht wollte. Ja, und deswegen ist es auch, wenn man nach Hause kommt, vielleicht vor eine beschwingte Musik hören, wo man wieder bei sich ankommt. Ja. Oder im Auto sich hinsetzen und eine kurze Meditation machen. Und dann aus dem Hof reinfahren. Das ist so tief berührend, weil wir sind eine Gesellschaft, wo so oftmals die Gefühle abschneidet. Und deshalb bin ich so tief berührt, Ines, weil du bist wirklich für mich der Mensch, die Frau, die Expertin fürs Aufwachen, Aufstehen, Aufbrechen, Aufblühen. Du bist alles mit diesem Auf, also in dem Wachstum. Und du nimmst so viele Menschen an die Hand und du hast ein riesiges Herz. Und ich danke dir. Und ich danke allen, dass du uns wirklich berühren konntest mit deiner Wahrhaftigkeit, Ines. Ich danke dir und ich bin auch froh, dass ich den Schritt rausgewagt habe, weil ich spüre immer mehr, dass die Menschen gerade das auch wirklich brauchen. Und das ist für mich total berührend, weil man wirklich helfen kann und wenn man sagt, okay, wir gehen gemeinsam wieder ins Gefühl zurück. Ja, ja, danke. Hoffe ich, dass alle in deinen Kongress und in deine Facebook-Gruppe landen, damit wir zusammen stark diesen Weg gehen können. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Alles Liebe. Alles Liebe, Ines. Ciao, ciao. Euch allen alles, alles Liebe. Ciao.